Der Scootermodell Virgo von Mobiklinik bietet Hilfe bei der Lösung von Mobilitätsproblemen für Menschen mit Gehbehinderung oder für die, die nicht lange Strecken gehen können. Der Virgo Scooter ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert. Dieser Scooter gibt dir alles, was sie brauchen, um bequem und autonom auf die Straße zu gehen. Diese Anleitung ist für den Fall gedacht, dass Ihr Paket am Bestimmungsort ankommt. Dazu benötigen Sie eine Schere oder einen Cutter. Schneiden Sie zunächst die Kunststoffstreifen, die die Produktverpackung umhüllen, wie oben beschrieben, mit einer Schere oder einem Cutter ab. Dann, um die Aufgabe der Herausnehmen des Scooters zu erleichtern, öffnen Sie den oberen Teil der Box und schneiden Sie dann die Seiten des unteren Teils, wo Sie ihn herausnehmen werden. Entfernen Sie Gegenstände um sich herum, zum Beispiel den Korb oder das Ladegerät und den Styropor, um einen Herunterfallen beim vollständigen Öffnen der Box zu verhindern. Als nächstes heben Sie die Box, die den Scooter abdeckt, an und lassen Sie ihn unbedeckt. Sobald die Box geöffnet ist, heben Sie den Scooter an und entfernen Sie den Styropor, der sowohl die Vorder- als auch die Hinterräder abdeckt, sodass das Produkt ohne Anstrengung entnommen werden kann. Packen Sie das Produkt aus, indem Sie die Verpackung entfernen, um es während des Transports sicher zu halten. Dann heben Sie den Lenker des Scooters an, der dank des Hebels in der Mitte des Lenkers drei Höhen hat, um ihn an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Um den Sitz auf seiner Plattform platzieren zu können, hat er einen kleinen Hebel auf der Rückseite, der es ermöglicht, den Stuhl in den Scooter einzusetzen, der wiederum eine verstellbare Rückenlehne hat, damit er leichter untergebracht werden kann. Um die hohen verstellbaren Armlehnen zu platzieren, finden Sie unter dem Sitz zwei Löcher, die Sie sichern und am Stuhl befestigt werden. Am Ende des Montageprozesses befindet sich ein praktischer Korb, der an der Vorderseite des Stuhls platziert wird, sodass Sie alle persönlichen Gegenstände, die Sie während Ihrer Reise benötigen, aufbewahren können. Entfernen Sie anschließend die beiden Teile des Ladegeräts und befestigen Sie sie miteinander. Stecken Sie dann das Ladegerät in den Scooter-Einlass, den Sie mit einer Schutzabdeckung an der Unterseite des Scooters sehen werden. Sie müssen es entfernen, wie in diesem Video gezeigt wird. Für die erste Ladung ist es ratsam, den Akku über Nacht zu laden. Sobald der Scooter vollständig aufgeladen ist, stecken Sie die Schlüssel ein, um ihn zu starten. Die Lichter, die anzeigen, dass der Scooter läuft und auch den Ladezustand, werden eingeschaltet. Dank des Roulettes können Sie die Geschwindigkeitsstufe wählen, von langsamer bis schneller. Der rote Knopf ist eine Hupe, die durch Drücken funktioniert. Die schwarzen Hebel werden verwendet, um sich vorwärts oder rückwärts zu bewegen und sind weithändig. Schließlich hat es einen Hebel an der Rückseite, um den Scooter zu fixieren. Das Produkt enthält die Bedienungsanleitung. Damit beenden wir unser Erklärungsvideo für das Auspacken und die Montage des Scooters Virgo. Wenn Sie Fragen haben, können Sie unseren Kundenservice anrufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.